Hoppe miteinander, ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Lockdown-Gruppenstunde. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, was wir heute machen. Vielleicht kommt mir noch etwas in den Sinn. Hey Patrick, ich habe eine gute Idee, wir könnten doch Osterzöpfli backen. Ja, aber zum Backen sind wir doch völlig falsch angelegt. Kein Problem, schau, da habe ich einen Trick. Ja, hure gut, dann können wir ja jetzt anfangen, ne? Tipptopp. Ja, aber Rahel, bevor wir anfangen können, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen. Was haben wir denn noch vergessen? Ja, wir müssen doch noch die Hände waschen. Stimmt! Der Teig braucht 5 Deziliter Milch, 150 Gramm Butter, 1 Kilo Mehl, ein Ei, 2 Teelöffel Salz, 40 Gramm Hefe und 2 Teelöffel Zucker. Den Butter könnt ihr in einer Pfanne erwärmen, bis er flüssig wird. Und nach einer neuen flüssigen Butter rein, könnt ihr die Milch hineinleeren und ein bisschen umrühren und das dann auf die Seite stellen und, mit dem nächsten Schritt weitermachen. Als nächstes tun wir das Mehl in eine große Schüssel rein und machen in der Mitte eine Dohle. Wenn ihr das habt, tun wir Salz aussen dran her und das Ei, Hefe und Butter-Milchmasse in die Mitte rein leeren. Wenn ihr alles zusammengeleert habt, könnt ihr die ganze Masse mit einem Teigknetter untereinander tun. Wenn ihr den Teig in der Knetmaschine gehörig untereinander durch, nehmen wir ihn raus und kneten ihn nochmal von Hand gehörig durch. Wenn der Teig richtig gut untereinander gekommen ist, tun wir ihn wieder in die Schüssel zurück und decken ihn mit einem feuchten Lumpen ab und lassen ihn so eine Stunde liegen. Wenn ihr jetzt einen Teig eine Stunde lang aufgeladen habt, dann können wir sicher verschiedene Sachen machen, oder? Ja, also wir können Zöpfli machen oder Osternestli oder auch Osterhäsli. Schon? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Auf jeden Fall. Schau, ich zeig das. Also zuerst müsst ihr zwei Teigstückchen haben, die ihr einfach mal längs rollt. Dann legen wir ein Kreuz mit diesen zwei Teigrollen. Und dann ist das unter und das unter und das oben und das oben. Also immer der Unter über den Ober überlegen. Und hier auch wieder der Unter über den Ober. Der Unter über den Ober. Und am Schluss könnt ihr alle Enden einfach zusammen machen und den oben dran so unter den Klappen. Also, für das Häsli tun wir hier etwa ein Drittel abschneiden mit Teig und den Rest rollen. Hier aus dem restlichen Teig machen wir eine Kugel. Und dann muss die ein bisschen so länglich werden, damit ihr hier durch könnt zuschneiden. Da ist unser Kopf. So schnell nehmen wir hier auch ein bisschen Teig. Machen hier also kleine Wurst aus und nachher ein Drittel muss ich. Zack. Ja, dass wir etwa 3 gleich grosse Teile bekommen. Dann rollen wir alle von denen.
Wenn ihr das habt, könnt ihr eine Seite hier alle zusammen tun. Nachher immer den Aussen über den Mittler drüber. Also der über den. Nachher die andere Seite. So drüber. Und dann so immer weiter. Wenn ihr hier auch am Schluss angelangt seid, könnt ihr die Hände wieder ein bisschen zusammen tun. So ein bisschen unteren Klappen. Dann zieht ihr hier beide Hände zusammen. Und tut es so ein bisschen schön zusammen. Also, schaut, dass es einen schönen Kreis gibt halbwegs. Und schon habt ihr euer Osternäschchen. Wenn ihr eure Teigkreationen fertig habt, müsst ihr es einfach noch mit Eigelb anmalen. Wenn ihr die neue Kreation alle bemalt habt, könnt ihr es bei 200 Grad Umluft für etwa eine halbe Stunde in den Ofen rein tun. Und jetzt warten wir eine halbe Stunde. Und wenn ihr fertig seid mit dem Backen, dann müsst ihr auch alles wieder super abwäschen und wieder als richtige Art versorgen, dass ihr dann auch das nächste Mal wieder Freude habt, wenn das Zeug parat ist und ihr könnt anfangen. Wenn die Zöpfe so gut gebraucht sind, dann sind sie gut. Und dann wünsche ich euch einen guten und viel Spass beim Nachmachen.